Geh mir nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Album Review. Heute geht es um eine Band, die ich über, ich glaube, YouTube auf Verdacht irgendwie, so manchmal werden einem ja einfach Bands angezeigt. Man klickt halt drauf, was ist das denn? Und ja, manchmal entdeckt man auf diese Weise tatsächlich auch mal was Gutes, ne? Heute geht es um The Baboon Show mit dem Album God Bless You All. Zur optischen Seite kommen wir noch. Erstmal zur Band selbst. Ja, die Band, also es ist eine Rockband. Heute geht es also wirklich in die klassische Rock-Richtung. Hier und da findet man online auch den Hinweis Punk. Weiß ich nicht, ich habe die älteren Alben nicht gehört. Dieses Album hier ist für mich einfach ein Rock-Album. Ja, vielleicht maximal Hard-Rock. Ja. Aktiv ist die Band, aus Schweden sind die, aktiv ist die Band seit 2003 und das hier ist, glaube ich, das achte Album, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, das ist offenbar das achte Studioalbum der Band und die setzt sich aus folgenden Members zusammen, die lese ich jetzt hier mal aus dem Booklet ab, bevor wir dann auch zur Optik kommen. Da haben wir Cecilia Boström am Mikro, Frieda Stahl am Bass und Hintergrundvocals wohl, ja. Hakan, oh Gott, das ist eine komische Schriftart hier. Moment mal kurz. Da waren nämlich die Namen sind auch hier gelistet, allerdings mit einem falschen Line-Up, ne? Also Hakan heißt Sörle, was ist das für eine behinderte Schriftart, aber ja. Er spielt Gitarre und wir haben noch Niklas Svensson am Schlagzeug. Hier ist auf dem Bass Helen Lindberg statt Frieda Stahl gelistet. Hier ist Frieda Stahl am Start. Steht ja im Booklet. Ne? Also hier diese Seite. Spirit of Rock. Was arbeiten da bei solchen Online-Seiten eigentlich immer für Dullis? Denn das aktuelle Album ist da gelistet. Ja. Aber das falsche Line-Up angegeben. Was ist denn los mit den Leuten da? Aber naja. Oder hat sich da vielleicht mittlerweile im Line-Up was geändert und das steht da halt aktuell. Ja. Ja, aber nicht auf diesem Album dann halt. So, es geht ja hier um das Album, ne? So, dann kommen wir kurz zur Optik des Ganzen. Das ist das Covermotiv. Wenn ich das jetzt im Laden sehen würde, würde ich gar nicht wissen, was ich damit anfangen soll, ja? Allerdings sieht man ja auch so ein bisschen, ich meine hier, die eine Dame hat da ein Schwert in der Hand und so, ja? Könnte was Rockigeres sein. Hinten drauf zentriert gesetzt, die Titel schlecht zu lesen. Und hier seht ihr dann auch diese, ja, diese seltsame Schriftart. Könnt ihr das erkennen? Ja, es ist halt, was soll das? Keiner soll lesen, den Mistquatsch. Ja, also das ist irgendwie, weiß ich nicht. Hier ist es alles in Großbuchstaben gehalten. Wenn ihr jetzt mal hier im Booklet die Auflistung der Musiker anschaut, da ist diese Schriftart auch teils klein geschrieben und da ist dann endgültig Ende. Ja, so, und hier haben wir das Labelprint ist das Wort, was mir jetzt nicht einfiel. Hier nochmal mit so einem anderen Schriftzug, der mir besser gefällt übrigens, dieses Logo, Baboon Show, als einfach in dieser merkwürdigen Schriftart hier oben, ja. Aber naja, das Booklet selbst, wie ich es rausbekomme, gestaltet sich dann so. Keine Chance mitzulesen, kannst du vergessen, ist alles in dieser seltsamen Schriftart gehalten und dunkelorange auf schwarz. Hier haben wir ein Live-Bild, aber nur von hinten, ne, ein Bühnenbild und ja. So zieht sich das jetzt hier durch. Das ist alles. Also das Booklet. Ja, nee, das war nichts. Tut mir leid. Tut mir leid. Aber das Covermotiv finde ich jetzt auch nicht wirklich prall. Ja. Könnte jetzt Doom Metal sein oder irgendeine Band Richtung Ghost oder weiß ich nicht. Kann alles Mögliche sein. Ja. Aber naja, okay. Was sollst du machen, ja? So, darum geht es aber nicht. Es geht ja um die Musik, die sich hier drauf befindet. Und naja, ich habe halt vorab ein Video gesehen. Ich werde euch einige Videos unten verlinken. Und da habe ich dann gedacht, oh, okay, das ist dann doch ganz geil. Das ist nämlich so Gitarrenrock, Garagenrock, Hardrock, keine Ahnung. Und relativ eingängig. Und vor allem haben die ganz schön einen an der Zwiebel. Das sieht man in diesen Videos, die ich euch unten verlinken werde dann auch, ja? Aber du siehst gleichzeitig auch, dass die richtig Spaß an dem haben, was sie da machen.
Ja, und es macht Spaß, das anzuhören. Mir persönlich jedenfalls. Es geht auch los mit Made Up My Mind, wo ich euch auch direkt ein Video verlinken werde. Ja, steigt mit einer etwas ruhigeren Gitarre erstmal ein. Dann haben wir so ein gezupftes Rockriff im Mittempo das Ganze. Und dann kommt halt die Dame ans Mikro, die hier die Hauptsängerin ist. Und die hat eine richtig schöne, raue Reibeisenstimme. Finde ich sehr geil. Hat mich spontan so ein bisschen erinnert an, weiß ich nicht, irgendwo zwischen. Bisschen Janis Joplin ist da auch, glaube ich, mit drin, ja, aber irgendwie auch ganz eigen, ja, so auf diese Art und Weise. Das ist schon, ich find's geil. Ich mag das echt gerne hören. Es macht Spaß, es zu hören. Hat auch einen guten Refrain, der gut im Ohr bleibt. Und es gibt so ein, ja, das Solo ist eher ein Riff-Fill, würde ich jetzt sagen, Gitarren-Fill-Solo, ja. Ja, dann kommt God Bless You All, der Titeltrack. Auch da kann ich euch ein Video zu verlinken. Das ist ein bisschen schneller rockend, das Ganze hat melodische Strophen. Der Refrain, ja, geht klar, war jetzt aber nicht der beste Refrain des Albums, ne? Hat ein etwas rockigeres Solo und dazu ganz dezent so ein bisschen Wow-Wow-Choräle im Hintergrund. Es gibt eine etwas ruhigere Bridge, die eigentlich nur aus dem Refrain besteht, in ruhigerer Form vorgetragen. Auch noch, ja. So, und dann haben wir Midnight, den nächsten Titel. Der geht direkt straight rockend rein, das Stück. Hat einen guten, ja, Strophenrefrain, finde ich. Der Refrain ist eigentlich ganz nice. Und ja, es gibt dann auch ein melodisches Solo mit dabei. Kann man nicht sagen sonst, ne? So. Dann gibt es den nächsten Titel Gold. Das ist der nächste Titel, wo ich euch ein Video verlinken kann. Steigt mit einer eher balladesken Strophe und ein bisschen Piano-Geklimper dazu ein. Wechselt dann aber relativ schnell in Mid-Tempo-Rock. Hat dann auch einen guten Strophenrefrain im Mittempo, der mir gut gefallen hat. Es bleibt allerdings eher gechillt. Auch der rockige Part ist eher eine gechillte Rocknummer, würde ich jetzt sagen. Die Gitarren hinten raus erinnerten mich so ein bisschen an Tito und Tarantula. Ja, falls ihr das kennt. Und es gibt auch ein nettes Solo, das dazu passt, entsprechend. Ja, die nächste Nummer ist dann Oddball. Oddball ist übrigens dann der Song, den ich vorab zuerst gehört habe, wo ich das Video so gesehen habe. Was ich auch so durchgeknallt finde, wie die da rumspringen teilweise da. Ja. Das war halt der Song, wo ich dachte, was ist das denn für eine interessante Band? Da möchte ich mehr von hören und habe dann halt reingehört und es geht dann halt tatsächlich. Also es ist auch so ein bisschen Richtung Retro-Rock angesiedelt, finde ich, hier und da. Was mir aber gut gefällt, es kommt noch zu einem speziellen Vergleich bei einem anderen Song. Oddball steigt mit einem gezupften Rockriff ein, so ein bisschen, hat dann wirklich cool gemachte Strophen und einen guten, textlastigeren Refrain, ja, wo man es auch gerne so ein bisschen mitmachen möchte. Kurzes Solo ist dabei mit so Claps, das fand ich auch ganz nett. Und ja, eine ruhigere Bridge folgt dem Ganzen dann noch mit einer kleinen Passage, wo eine Strophe gesungen wird und so Wow-Wow-Chöre passieren, was ich immer stimmungsvoll ganz gut finde, ne? Der nächste Song ist dann Rolling. Auch dazu kann ich euch ein Video verlinken. Steigt flotter rockend ein, das Ganze. Hat einen groovenden Refrain-Part mit mehrstimmigen Chören. Rolling, Rolling. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch als Kontrast diese männlichen Chöre zu ihrer Stimme. Das ist ein ganz geiler. Es funktioniert ganz gut in Harmonie miteinander. Das ist ein harmonischer Kontrast in dem Fall. Es gibt dann hinten raus noch einen ruhigeren Refrain-Part mit Chören statt einem Solo. Aber dieser ruhigere Refrain-Part, wo halt der Refrain gesungen wird und auch dieses Rolling, Rolling, aber eher ruhig umgesetzt, kann ich nicht sagen. Ja, hört es euch einfach an. Ich finde sowas cool, ja. Das entschädigt dann schon für das Solo. Das ist jetzt hier keine besonders technisch solo-starke Band, macht's aber nichts. In dem Stil, in dem die sich bewegen, erwarte ich jetzt auch keine ausufernden Gitarren-Solos, ganz ehrlich. Ja. So. Und das zeigt auch, dass Rockmusik auch ohne irgendwelche Gitarrengötter trotzdem Spaß machen kann. Ja. So, dann kommt der nächste Song, Reason to Go On, steigt erstmal in ruhigerem Mittempo ein, hat dann so recht melodische Strophen und auch einen melodischen, textlastigen Refrain mit dabei. Und insgesamt ist Reason to Go On, ich würde sagen, eine der beiden melancholischeren Nummern auf diesem sonst ja fast partytauglichen Album. Es gibt auch einen kurzen Solo-Part, also ist auch ein bisschen was dabei, aber nichts Ausuferndes, wie gesagt. Ne? Dann kommt Groundhog Day, ne? Also der Murmeltiertag. Ne? Steigt mit einem rockigen Riff ein und einer Strophe direkt dazu. Bewegt sich dann in etwas schnellerem Mittempo. Ja, es gibt ein Refrain ohne Titelnennung. Allerdings ab Mitte des Songs, im hinteren Part des Songs, da gibt es dann einen anderen Refrain und da ist dann eine Titelnennung. Warum gab es den nicht schon vorher? Warum hebt man sich das für den Schluss auf? Aber naja. Merkwürdig, aber naja, immerhin, dadurch ist zumindest ein Refrain, der brauchbar ist, dabei. Ne? Dann kommt Have a Party with Me, da verlinke ich euch auch ein Video, das ist ein bisschen anders, das Stück, denn es steigt erstmal mit einem coolen, rockigen Riff ein und dann singt halt ein Mann. Also, ich weiß nicht, einer von den beiden Gitarristen oder weiß ich nicht, oder beiden Gitarristen, der Bassist oder der Gitarrist, ich weiß es nicht.
Ein Gitarrist haben die ja nur, ne? Ja, da singt auf jeden Fall ein Typ und der hat eine schöne, raue Reibeisenstimme. Das passt auch richtig gut. Es kommt cool rüber, finde ich. Ja. Den Refrain übernimmt dann wieder sie. Der ist auch wieder schön eingängig. Und insgesamt, vor allem auf instrumentaler Ebene von den Riffs und so, von der Umsetzung insgesamt, musste ich immer wieder denken an Slade mit Get Down and Get With It. Das war so damals in meiner Kindheit einer meiner Lieblings-Slade-Songs. Der war halt auf diesem Wall of Hits-Sampler drauf, den ich immer noch habe, weil nur auf der Wall of Hits kriegt man die Songs Radio, Wall of Sound und Universe, die ich beide großartig finde. Und ja, und da war eben auch Get Down and Get With It von Slade drauf. Und daran musste ich hier irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie musste ich daran immer so ein bisschen denken. Es hatte so einen gewissen Vibe davon. Ja. Es gibt ja noch ein Solo im rockigen Mittempo gehalten, also auch damit bei. So, dann kommt der nächste Titel, Nummer 10, Sands of Time. Steigt mit einer ruhigen akustischen Gitarre ein, wird dann aber treibend rockig. Hatte auch einen passenden Strophenrefrain, der mit dazu ist. Und es gibt einen balladesken akustischen Bridge-Part anstelle eines Solos. Ja, hier wieder. Ja, dann kommt der vorletzte Titel, Revolution Avenue. Steigt erstmal mit so einer ganz leicht gezupften Gitarre ein, ganz ein bisschen fast schon AC/DC-Vibes. Dann geht's aber los, es wird dann fetzig schnell und hat diese typischen schraddeligen Riffs für so diese rockige Ausrichtung einfach. Hat einen guten Strophenrefrain mit einer Wow-Wow-Passage mit dabei, was mir wieder natürlich wieder gut gefallen hat. Und ein kurzes Solo haben wir hier dann auch. So, dann kommt der Rausschmeißer und mit über 5 Minuten längste Titel des Albums, Prisoners. Und der geht mal in eine ganz andere Richtung, steigt nämlich mit einem balladesken Piano ein. Das wird auch komplett von ihm gesungen wieder, ja, in den Strophen. Und hat einen bluesig umgesetzten, textlastigen Refrain, der aber gut funktioniert. Auch das Solo ist eher bluesig gehalten. Es kommt so ein bisschen Gospel-Choräle im Hintergrund dazu im Verlauf des Songs. Er singt dann nachher auch ein bisschen höher, geht in eine höhere Stimmlage und das macht er sehr gut. Hat der eine eigene Band? Singt der irgendwo auch alleine mal? Das würde mich immer interessieren, aber keine Ahnung, ich habe da nichts gefunden. Ne? Und es gibt einen mehr, der Refrain wird hinten raus auch noch mehrstimmig umgesetzt und macht dann richtig Spaß zuzuhören. Ist ein toller Album-Closer, wird allerdings am Ende dann ausgeblendet. Ja, ich hätte es mir noch 2 Minuten länger anhören können, aber oder das einfach gern gehabt, wenn der Song dann einfach endet. Aber naja, gut, so, wird dann ausgeblendet. Also, The Baboon Show, ein überraschend eingängiges und spaßiges Album, das gut im Ohr hängen bleibt und einfach Spaß macht durchzuhören. Es ist auch nicht allzu lang. Es geht, glaube ich, bisschen mehr als eine halbe Stunde. Vielleicht 33 Minuten oder so. Ist relativ kurz, weil die meisten Songs halt recht kurz gehalten sind. Ja, macht aber Spaß zu hören, so zwischendurch mal. Und das war echt gut. Nur die Optik halt, ja, da gibt es halt einige Schwierigkeiten, die ich da hatte. Ist halt so, ne? Aber es geht ja eigentlich im Kern hier um die Musik. Das war meine Meinung zur Baboon Show. Habt ihr auch eine Meinung? Schreibt sie in die Kommentare. Ich freue mich dann. Ne? Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß, was ihr als nächstes schaut. Und bis zum nächsten Mal, wie immer. Farewell.